Estame mucho. Ja, Ton ist drauf. Wunderschönen Freitagabend allen Zuhörern da draußen und auch Zuschauern, die es später auf YouTube gucken. Wir haben heute wieder ein Thema, Name kann weg. Ein Thema, das da lauten wird: Wann kommt der spirituelle Umschwung? Natürlich wird es nicht nur um diesen Thema gehen, sondern ich habe auch einige Dinge, die ich mit einfließen lassen möchte. Unter anderem ein Traum, den ich diese Woche hatte. Aber bevor wir anfangen, möchte ich, dass ihr es euch ebenfalls gemütlich macht. Vielleicht nehmt euch eine Tasse Kaffee, Tee, da hinten läuft ein Rocco. Oder ein Getränk eurer Wahl. Ich fange an mit einem... Wie fange ich an? Doch, ich fange mit dem Traum an. Ich hatte diese Woche einen Traum. Da war die Silvia mit drin aus unserer Gruppe. Und ich kann euch den mal erklären. Genau, damit fange ich an mit dem Traum. Was sehr wichtig war. Die Silvia war bei mir zu Hause, aber nicht in meiner Wohnung, sondern... Wir saßen unten auf der Treppe, also im Treppenhaus, saßen wir auf der Treppe und ich hatte einen Block und einen Bleistift in der Hand und habe zu Silvia gesagt, ich erkläre dir jetzt Glaube, ich erkläre dir den echten Glaube. Und dann habe ich ihr das aufgemalt und zwar wurde es mir in der Vision so erklärt, bei der Geburt entscheidet sich eigentlich schon der Weg, den Gott für uns vorher gesehen hat. Natürlich haben wir auch bis zu einem gewissen Grad freien Wille. Aber auch da habe ich festgestellt, kann der liebe Gott eingreifen. Biblische Beispiele dafür war ja Saulus zum Paulus. Der hatte auch danach nicht mehr wirklich eine Wahl. Aber es wurde mir so erklärt in diesem Traum, in dieser Vision, dass wenn wir geboren werden, also als kleines, mickriges Baby, handvoll, da haben manche spirituell gesehen, das ist natürlich nicht in der Welt sichtbar. Übrigens, kennt ihr das? Die Leute fragen immer, warum hat man untere Nase hier so eine Art Strich? Meine Oma hat immer gesagt, das ist die Stelle, wo die Engel einen berühren. Interessante Geschichte. Aber in der Vision, in diesem Traum war es so, dass bei der Geburt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir spirituell etwas mit auf den Weg bekommen. Und im Traum war das so wie ein Punkt. Ein Punkt, den ihr bekommt, wie ein Zeichen. Nicht das Zeichen des Kains oder das Zeichen des Tieres, sondern das Zeichen Gottes ist ja auch in der Bibel, in der Offenbarung beschrieben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, so wurde es mir in dem Traum erklärt. Da gibt es erstmal die Babys, die einen Punkt haben. Und dieser Punkt bedeutet, dass dieser Mensch möglicherweise eines Tages von Gott gezogen oder berufen wird. Es ist aber nicht in Stein gemeißelt. Dann gibt es die Babys, die einen Funken bekommen. Ein Funken, ein kleines Licht. Das heißt, die sind auf jeden Fall berufen. Oder auserwählt. Und die werden ganz früh meistens schon von Jesus irgendetwas bekommen. Werden auch immer wieder Dinge erleben, wo man sich dann sagt, das ist nicht normal. Sowas kann es eigentlich nicht geben. Das ist irgendwie, irgendjemand zieht mich da. Und natürlich als junger Mensch wird man da noch nicht wissen, wer das ist. Und dann gibt es die Babys, die ein Licht bekommen. Das heißt, im Spirituellen haben die ein Licht, wo das ist. Die New Ager würden sagen, hier an der Stelle, sie meinen natürlich was anderes damit, das dritte Auge öffnen, das dritte Auge Satans. Das meine ich nicht, sondern ich meinte eine Markierung von Gott. Und diejenigen, die das Licht haben, also ein Baby, was schon ein kleines Licht hat, die sind auf alle Fälle auserwählt. Nicht nur berufen, sondern auserwählt. Das heißt, die werden auf alle Fälle über kurz oder lang von Gott gezogen und werden sehr, sehr stark von Gott auch Dinge bekommen. Und natürlich auch, je mehr sie bekommen, verlangt Gott natürlich auch sehr viel von ihnen. Dann gibt es aber noch eine vierte Gruppe,
die nichts haben. Die haben keinen Punkt, keinen Funke und auch kein Licht mitbekommen. Das heißt, das sind ähnliche Menschen wie Judas oder Pharao. Die sind nicht dazu berufen, zu Gott zu kommen. Sie haben aber trotzdem einen Part im großen Plan Gottes. Meistens sind das dann sehr böse Menschen, Menschen, die Gott lästern, Menschen, die auch sich nie ändern, Menschen, die auch nie wirklich umkehren oder umkehren wollen, sondern sie sind quasi in diese Welt gesetzt worden, um uns als Stolpersteine zu dienen oder irgendwelche Puzzle im Plan des Bösen zu erfüllen, was aber am Ende des Tages ja auch wieder ein Plan Gottes ist. Denn wenn Satan meint, oh, das ist mein Plan, in Wirklichkeit hat Gott das schon so gewollt, dass es genauso passiert. Ähnlich ja auch wie bei Hiob, der Test an Hiob. Ja, das war interessant. Und wie ich das im Traum auf dem Zettel alles so aufgemalt habe, das weiß ich nicht, aber es war interessant. Das wollte ich auf jeden Fall mit euch teilen. Also ganz, ganz wichtig. Das kann man im Irdischen nicht sehen. Also nicht, dass ihr denkt, jetzt irgendwo nach Leuten sucht, die ein Licht auf der Stirn oder auf der Nase haben oder einen Funken, sondern man kann es nur im Spirituellen sehen. Jemand, der sehr empathisch ist oder jemand, der sehr spirituell feinfühlig ist, wird aber solche Menschen erkennen können, wenn er seine Antennen ausfährt. Ja, da war noch ein anderes Thema in der Gruppe, und zwar ging es da um Angst. Und zwar Angst davor, dass man alle Aufgaben, ich muss mal einen Stift hier haben, dass man alle Aufgaben von Gott schon erfüllt oder erledigt haben könnte. Und was passiert dann mit einem? Ja, werde ich dann nicht mehr, ist dann für mich Feierabend, ist dann endet der Zug hier oder wie kann man sich das vorstellen? Also das war eine Frage, die im Raum stand. Was sollte dann passieren? Vielleicht, dass man dann entrückt wird vom Herrn, wie Henoch zum Beispiel? Oder was könnte noch passieren? Gott könnte einen sterben lassen. Ich habe für dich keine Aufgaben mehr. Ich lasse dich jetzt sterben. Ich sage nicht, dass es so sein muss. Aber eine Gegenfrage von mir, oh, der Stift geht leider nicht so richtig. Die Gegenfrage von mir wäre dann in dem Fall, wenn es so wäre, sagen wir mal, Gott würde sagen, ich habe keine weiteren Aufgaben mehr für dich. Ja, nächste Woche stirbst du. Wäre dann meine Frage an die Leute da draußen, die jetzt zuhören. Wäre das schlimm für euch, wenn Gott sowas sagen würde? Oder wäre es nicht eher eine Erlösung, da wir passend zum Thema gestern Erlösung verweigert? Wäre das nicht eher eine Erlösung? Für viele Menschen sicherlich da draußen. Also ich hätte keine Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn Gott sagen würde, ja, die Jobs, die ich für dich hatte, die sind erledigt. Oder du hast nur Mist gebaut. Hätte ich keine Angst davor, wenn das eines Tages so wäre. Also auch das Thema war ja immer wieder gewesen, was ist, wenn Gott mir dienstags oder für freitags keine Themen mehr eingeben würde, würde ich mir dann Kopf drum machen. Wäre natürlich auf eine Art traurig, aber gut, es werden andere kommen. Kein Mensch lebt ewig, sagen wir mal so. Wenn ich dann eines Tages dienstags mein Open Office öffne und 2 Stunden auf einen weißen Bildschirm starre und kein einziges Wort ist geschrieben, dann heißt es halt, dass Gott mir nichts mehr gibt. Wäre natürlich traurig. Oder eine andere Möglichkeit wäre, wenn meine Berufung hier auf Erden zu Ende wäre, dass Gott mich einfach im Schlaf sterben lässt. Wäre für mich ehrlich gesagt auch nicht, jetzt kriege ich den Stift hier nicht raus, wäre für mich auch keine große Sache. Das einzig Traurige wäre halt daran für mich, nicht, dass ich gehen müsste, sondern halt für die 1-2 Leute, die mich noch brauchen. Na, zum Beispiel Ela oder meine Mutter. Aber ich kann nur sagen, die Leute, die sich darum einen Gedanken machen, kann ich nur raten, bitte macht euch keine Gedanken.
Macht euch keine Gedanken um eure Berufung, es sei denn, ihr tut Dinge, die eure Berufung gefährden. Aha, was ist denn jetzt hier wieder los? Gut, dass ich stumm geschaltet habe. Also sündigen zum Beispiel. Dinge, die eure Berufung gefährden, wären so etwas wie sündigen oder genau das Gegenteil davon tun, was Gott euch gesagt hat, was ihr tun solltet. Auserwählte des Herrn versucht euch dieser Berufung bewusst zu werden. Wenn ihr Auserwählte des Herrn seid, dann horcht genau, was eure Berufung ist und werdet dieser Berufung gerecht. Seid dann nicht wie die Welt und gurkt bitte auch nicht mit den Menschen der Welt herum. Das könnte dann eurer Berufung eher nicht gut tun und Gott könnte euch die Talente nehmen, die er euch gegeben hat und diese dann jemandem geben, der bereit und willens ist, diese Talente auch gut und richtig anzuwenden. Denn wenn ihr zu sehr mit der Welt dann herumgurkt, obwohl ihr wisst, dass ihr eine Berufung von Gott habt oder gar, dass ihr auserwählt von Gott seid, dann würde das Herumgurken mit der Welt nur dazu führen, dass euer spiritueller Blick mehr und mehr getrübt wird. Und wenn ihr dann immer noch nicht umkehrt, wird es eines Tages passieren können, dass Gott euch der Verwirrung, dem roten Drache übergibt. Lasst euch auch niemals verunsichern von solchen Gedanken. Wenn ihr solche Gedanken habt, lasst euch davon nicht verunsichern oder geratet darüber nicht in Panik. Wenn ihr denkt, oh, Gott hat nichts mehr für mich. Solche Gedanken, die kommen meistens vom Feind. Denn sollte es wirklich mal so sein, dass Gott von euch ablässt, dann werdet ihr es gar nicht merken. Wenn ihr wirklich so viel Mist gebaut habt, dass Gott sagt, jetzt ist Schluss mit lustig, muss mir einen anderen berufen, werdet ihr das nicht mehr merken. Saul hat es auch nicht gemerkt. Saul hat es nicht mehr gemerkt, dass er vollkommen auf dem roten Drachen geritten ist. Denn dann seid ihr wie Saul geworden, wenn es mal so sein sollte. Dann hat euch Gott den roten Drache geschickt, was ich natürlich nicht hoffe, was ich für keinen da draußen hoffe, denn sowas wünscht man seinen schlimmsten Feind nicht. Dann war noch eine andere wichtige Frage, die ich in dieser Woche bekommen habe, weil ich ja auch immer wieder Irrlehrer anspreche, wie zum Beispiel Joel Osteen, Creflo Dollar, wie sie alle heißen, wen gibt es da noch? Joyce Meyer, ganz bekannt. Und die Frage stand einfach im Raum, kann es möglich sein, dass neue Christen von solchen Menschen oder durch solche Menschen gerettet werden? Denn ich habe Geschichten gehört von Leuten, die sagen, ja, ich habe den gehört und der hat irgendwas von Jesus oder dem Heiligen Geist gesprochen und auf einmal habe ich es gemerkt. Ich habe es gemerkt, ich habe es gespürt. Kann sowas passieren? Durch ihr Lehrer. Kann es sein, dass Menschen von falschen oder Irrlehrern wie Joel Osteen, Joyce Meyer zu Jesus geführt werden? Ja, sowas kann passieren, was dann aber nicht der Verdienst dieser Menschen ist, sondern der Verdienst Gottes. Denn wie wir aus der Bibel wissen, kann Gott sogar einen Esel als Sprachrohr benutzen für seine Pläne. Genauso gut kann er ihr Lehrer, die eigentlich in Wirklichkeit eine ganz andere Agenda im Sinne haben, kann er trotzdem plötzlich, ohne dass die es überhaupt merken, kann er durch diese Leute sprechen. Im Fall nochmal von der Bibel, wie von dem sprechenden Esel, wäre dann die nächste Frage, ist der Esel denn dann ein Prophet gewesen in der Bibel? Nein, natürlich war er kein Prophet. Er war allenfalls ein kurzzeitiges und kurzfristiges Werkzeug des Herrn, denn der Herr kann alles und jeden
zu einem Werkzeug umfunktionieren, denn dem Herrn ist nichts unmöglich. Das nur mal, das war wirklich so eine Frage, die mir mal gestellt wurde. Hört sich jetzt im ersten Moment lustig an, aber warum nicht? Auch auf solche Fragen muss man auch mal antworten können. Ja, ansonsten, was war so diese Woche noch passiert? Ich war mehrmals mit der Ela im Café, war auch ganz interessant. Letzte Woche hatte ich im Café einen alten Schulkollege getroffen, einen Türke. Ja, nicht ganz meine Generation, er war Jahrgang 72, ich bin ja 69, weil wir waren zusammen auf der Schule, das hat er mir auch gesagt. Ja, und er kam so an meinem Tisch, wir haben uns ein bisschen unterhalten und er sprach auch das aus, was die meisten, also diese ältere Generation wie ich zum Beispiel, was uns schon lange so auf dem Herzen liegt, nämlich, dass gerade die jungen Leute nicht merken, was hier wirklich gespielt wird. Stichpunkt Computer, Handy, Datenklau, Datenraub. Die Leute bezahlen mit ihrem Handy oder über ihr Handy oder über ihre Karte. Keiner bezahlt mehr mit harten Dollars. Und dann wundern sich die Leute. Und dann sind dann die Leute, die sagen, oh, es wird der Chip kommen. Und wer bald wird das Bargeld los wird kommen. Ne? Oh, wir haben solche Angst. Ja, warum bezahlt er denn dann Bargeld los? Das habe ich mit dem Kumpel besprochen. Warum bezahlen diese Leute mit einem Handy oder über dem Handy über eine App? Machen jeden Dreck über eine App. Bezahlt doch mit Geld. Weil ihr spielt der Elite damit in den Händen. Und das war auch das Gesprächsthema. Ich hatte mich gewundert, dass der Mann da so aufgeklärt war. Also jemand, der dabei ist, voll in die Wahrheit zu kommen. Jetzt würde nur noch fehlen, dass er den Weg zu Jesus findet, was ich ihm gönnen würde, weil es war eigentlich so im Gespräch, kam er mir ziemlich sympathisch rüber. Ja, und er sagte das Gleiche, was ich immer in den Predigten sage, den Leuten ist gar nicht bewusst, dass sie mehr und mehr zum gläsernen Mensch werden, dass sämtliche Daten, alles, was sie tun, abgesaugt wird. Wenn ihr euer Handy irgendwo durchscannt oder eure Karte irgendwo durchscannt, alles über euch geht an einen Supercomputer. Alles von euch. Das ist den Leuten aber scheinbar völlig wurscht. Insbesondere den jungen Leuten. Ach, ich kann mit der App bezahlen. Oh, ist doch einfach. Ist doch alles so einfach. Das erspart mir doch viel Arbeit. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los, gab es einmal. Und wir gingen dann auseinander, der Kumpel, auch übrigens Zechengeneration, sein Vater war auch auf der Zeche wie meiner, aber er sagte, das ist ja auch nicht mehr hier, Buhr ist ja nicht mehr das, was es mal war. Es war mal eine schöne Stadt, eine schöne kleine Zechenstadt, eine gemütliche kleine Zechenstadt, das ist jetzt auch nur noch, leider wie jede andere Stadt hier in Deutschland, Klein Sodom, Klein Gomorra. Es ist einfach traurig, insbesondere wenn man hier aufgewachsen ist. Ja. Wir gingen auseinander und waren uns einig, dies ist nicht mehr unsere Welt und wir sind quasi die verloren gegangene Generation. Fand ich nochmal zumindest so interessant, dass ich das mit in den Podcast reinnehmen wollte. Ja, kommen wir zum Hauptthema. Wann kommt jetzt endlich der spirituelle Umschwung? Fakt ist, keiner weiß natürlich, wann es wirklich passiert, wann der Umschwung kommt, ob der Umschwung kommt oder ob das totale Ende kommt, ob dann das Ende der Offenbarung kommt oder von heute auf morgen sämtliche Siegel geöffnet werden. Das wissen wir alles nicht, alle nicht. Selbst Jesus weiß es nicht. Er bekommt das Go vom Vater oder der Vater schickt einen Engel, der Jesus darüber informiert. Fakt ist, falls ein Umschwung kommen sollte, die Menschen, die meisten Menschen, auch die Christen, tun nichts dafür, dass ein spirituell positiver Umschwung kommen könnte. Also nochmal Thema eine Friedenszeit etc. Also die meisten Christen tun gar nichts dafür. Sie sitzen in ihren Gemeinden, fressen ihre Currywurst, heben die Hände. Es ist wie so eine eingeschlafene Stadt, die Stadt, die niemals wach wird. Nicht wie Las Vegas, die Stadt, die niemals schläft, sondern die Stadt, die niemals wach wird. Das könnten die Gemeinden sich über mal oben auf ihren Banner schreiben.
Es ist richtig traurig. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast darüber lachen. Das ganze Volk ist scheinbar ziemlich vergesslich. Sie haben vergessen, was hier in dieser künstlich erzeugten Corinna-Krise, was die Elite da mit uns angestellt hat. Das haben die Leute alles bereits schon wieder vergessen. Die leben so, als wäre nie irgendetwas passiert. Oder sie haben das Stockholm-Syndrom. Sympathie für den Täter, Mitgefühl für den Täter, sich hineinversetzen in den Täter. Nur das Problem ist, dass die meisten Menschen, auch die meisten Christen, keine Empathie für den Täter haben. Sie machen es nicht aus Empathie heraus, sondern aus Unfähigkeit, selbst zu denken. Das Selberdenken wurde ja leider dem deutschen Volk seit über 80 Jahren durch sämtliche Manipulationen, die zur Verfügung standen, sprich Radio, Fernsehen, Medien, Musik, Kino, habe ich noch irgendwas vergessen? Politik, wurde das dem Deutschen sozusagen indoktrinationsmäßig, was für ein Wort, abgewöhnt. Abgewöhnt. Und nach Corinna sind sie genau da, wo sie vorher schon waren. Nein, noch schlimmer. Noch schlimmer. Sie sind noch bekloppter geworden. Noch zombifizierter. Noch gottloser. Die Leute, die gesagt haben, Corinna ist eine gute Chance für die Menschen, wieder zusammenzukommen. Oder dieses Abgeschottetsein wird für die Menschen eine Chance sein, dass sie sich auf ihren Glauben konzentrieren oder zu ihrem wirklichen Glauben zurückfinden. Das ist nicht passiert. Das ist leider nicht passiert. Und ich bin mir sicher, gäbe es in diesem Land hier, in dieser pleitegegangenen Firma, die Konkurs angemeldet hat, die eigentlich nur noch von dem satanischen System aus Amerika zusammengehalten wird, wie ein Zwirnsfaden. Gäbe es in diesem Land nicht noch ein paar wenige echte Christen, hätte Gott es wohl längst in einem Haufen Asche verwandelt, ähnlich wie Sodom. Deswegen können wir Gott danken, dass es hier in diesem Land, in dieser Firma, noch ein paar wenige Christen gibt und Gott Gnade zeigt. Aber wirkliche Änderung, sprechen wir nochmal das Thema wirkliche Änderung an oder eine Friedenszeit, die ich immer erwähnt habe. Das kann, wenn überhaupt, kann das nur noch durch Gott kommen. Denn das Volk oder die Menschen, die sind zu schwach. Sie sind spirituell zu schwach. Sie sind vom Denken her sind sie zu schwach. Sie sind zu gehirngewaschen. Sie sind zu stolz. Sie sind zu faul. Sie sind zu bequem geworden. Es ist ein Trauerspiel. Und die wenigen, ich spreche jetzt uns echten Christen an, den ganz kleinen Mini-Prozentsatz, der da draußen noch existiert. Wir echten Christen sind nah an der Schmerzgrenze. Also die Schmerzgrenze ist eigentlich schon überreizt. Also nehmen wir mal das Beispiel Zahnarzt. Er bohrt schon auf einen offenen Nerv. Die Waffen, unsere Waffenrüstung, sie wird uns langsam schwer. Und die Angriffe, die kommen nicht mehr hin und wieder, sondern die kommen aus wie aus der Maschinenpistole. Und die kommen auch, die Angriffe, ein Hauptteil des Angriffes kommt nicht mehr von Satan, sondern von geglaubten Geschwistern teilweise. Es ist leider so, man trifft, gerade wenn man im Internet präsent ist, man trifft auf Leute, da heißt es dann, wenn du nicht zu 100% das glaubst, die Doktrine, die ich glaube, dann bist du ein Antichrist. So geht das unter angeblichen Geschwistern ab. Und mir ist aufgefallen, je länger das so voranschreitet,
diese ganze Agenda, die wir jetzt da, die da jetzt gefahren wird von der Elite immer noch. Die Christen verwandeln sich langsam aber sicher in kleine, verzogene Narzissten, die von Gemeinderegeln vielleicht eine Ahnung haben, von Kirchenregeln vielleicht eine Ahnung haben, aber von Liebe, von Empathie, von Mitgefühl sind sie völlig unbeseelt. Das sind Fremdwörter für sie. Da wissen sie nichts von, geschweige denn können sie eins davon anwenden. Das ist erschreckend. Fakt ist, wir können es genauso festhalten und dick unterstreichen, also die Leute, die in der Wahrheit sind, Gott verhärtet mehr und mehr die Herzen der Christen. Das geht ganz schnell jetzt. Deswegen sollte jeder ganz vorsichtig sein und aufpassen, dafür sorgen, dass er, sie genug Öl für seine Laterne bereithält. Die Frage, die sich als nächstes stellt, sehe ich denn noch Hoffnung, ich als Christ, sehe ich denn noch Hoffnung, dass wirklich immer noch, bin ich noch der Meinung oder habe ich noch den Impuls, dass eine Friedenszeit kommen könnte oder zumindest, dass sehr bald Jesus zurückkommen könnte? Ja, natürlich, es könnte alles noch einmal umgedreht werden, also dass nochmal eine Zeit kommen wird, wo die wir vielleicht vor hunderte von Jahren hatten, wo wirklich noch Gott gefürchtet wurde, wo jede Familie eine Familienbibel hatte, wo man am Tisch betete, wo der Name des Herrn nicht missbraucht wurde, wo nicht irgendwelche Fremdvölker ihre falschen satanischen Religionen mit in die Schulen und mit in den Medien einfach nehmen durften und keiner sagt was. Es kann sein, und ich hoffe und ich bete, dass so eine Zeit nochmal wiederkommen wird. Wenn aber, dann nicht wegen der Menschen, weil wie gesagt, die Menschen und auch die Christen haben nichts dafür getan, dass so eine Zeit kommen wird oder kommen könnte. Wenn überhaupt, dann nur durch Gott, wenn es sein Wille ist. Mein Vertrauen liegt nicht mehr in den Menschen, das habe ich schon vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt, sondern mein komplettes Vertrauen liegt in Gott. Und je älter ich werde, desto mehr sehe ich mein Leben oder aber auch die spirituellen Aspekte des Lebens, die sehe ich symbolisch. Und Gott zeigt mir auch die meisten Offenbarungen, die meisten Gesichter, die meisten Erkenntnisse, die zeigt er mir in Bilderform. Und ich habe letztens auch wieder ein Bildnis bekommen, wie ich in einem Zug sitze. Und der Zug fährt immer schneller, Schnellzug. Und alles an mir vorbei. Wie damals. Da muss ich dran denken, wo ich noch zu meiner Ex fuhr, am Wochenende immer. Und das war auch immer so eine Zeit für mich zu reflektieren. Weil die Fahrt ging über 2 Stunden. Und das Komische an der Sache ist, ich vergesse, je älter ich werde, vergesse ich Geburtsdaten, ich vergesse Namen, ich vergesse Sachen, die eigentlich wichtig sein sollten. Aber bestimmte Dinge von früher, die vergesse ich nie. Zum Beispiel weiß ich immer noch, in welche Züge ich einsteigen müsste oder an welchen Bahnsteigen ich einsteigen müsste. Es war die 5, es war die 6 und es war die 10, die direkt nach Rheinberg fuhren. Das werde ich nie vergessen, komischerweise. Ja, und dann, wie gesagt, dann habe ich mir meistens was zum Lesen mitgenommen. Bücher, ich habe damals noch sehr viel gelesen, war eine Leseratte. Aber ich habe auch sehr viel reflektiert. Die Fahrt ging ja über 2,5 Stunden, manchmal 3 Stunden mit Umsteigen in Duisburg. Und dann saß ich manchmal so am Fenster und habe so, während die Wolken und die Bäume ganz schnell wie abgeschossene Pfeile an mir vorüberzogen, ich habe viel nachgedacht, damals schon viel nachgedacht, über mein Leben, über den Sinn dahinter. Natürlich hatte ich damals noch nicht den spirituellen Aspekt, also diese ganze Erkenntnis, die Gott mir dann später erst gegeben hat, die hatte ich damals noch nicht, aber es war schon... Ich merkte, dass ich suchte. Ich war auf der Suche nach Antworten, einfach Antworten nach dem, warum bestimmte Dinge so sein müssen, wie sie sind, und warum bestimmte Sachen passieren müssen, wie sie halt passiert sind. Und ähnliche Bilder habe ich jetzt neulich bekommen von Gott, dass auch
jetzt ich wieder in einem Zug sitze, nur diesmal spirituell, und das ganze Weltliche, Corinna und der Abfall der Menschen und die Gemeinden und Kirchen und der rote Drache und alles, das geht an meinem Fenster. Also ich sitze direkt am Fenster und alles geht vorbei, so richtig schnell, dass man es kaum mitbekommt. Und dahinter sehe ich ein riesiges Gesicht, das riesige Gesicht von Satan, wie er grinst, wie er siegessicher ist. Und wir wissen, er selber hat den roten Drache. Er ist der rote Drache, aber er hat den roten Drache, weil er wirklich noch meint, er könnte es umdrehen und irgendwie den Sieg einheimsen, was nicht passieren wird. Und was Gott mir gezeigt hat, ist, für uns alle scheint es jetzt manchmal so zu sein, dass wir am Verzweifeln sind. Viele, es steht ja auch so in der Bibel, wenn Gott die Zeit nicht verkürzen würde, würde keiner gerettet. Weil viele Menschen sind wirklich am Verzweifeln und denken, das wird nichts mehr, ich kann bald nicht mehr. Wann passiert mal was Gutes oder wann passiert mal wirklich etwas Greifbares, wo wir sehen, ja, das ist Gute, ist auch im Hintergrund am Arbeiten. Und was ich so sah, diese ganze Symbolik, dieses riesige Gesicht von Satan, wie er dreist und frech grinst, da hat mir Gott den Spruch eingegeben: Das Böse wirkt am stärksten immer kurz bevor es vernichtet wird. Und dieser Satz hat mir Trost gegeben. Und ich muss sagen, mein Vertrauen war eigentlich in all diesen ganzen Jahren, wo jetzt Corinna läuft, und es läuft, es ist dann noch nicht vorbei, also nur weil jetzt diese Maskenzinnober jetzt vorbei ist, heißt es nicht, dass der ganze die Agenda vorbei ist. Also da finden Kriege statt, spirituell. Und wir werden sehen, wie es endet. Also ich weiß den Ausgang, dass Gute gewinnt, Gott gewinnt. Aber das hat mir nochmal so eine Absicherung gegeben. Ich habe nie an Gott gezweifelt in all den Jahren. Ich weiß noch, meine arme Schwester, die ja inzwischen von uns gegangen ist mit Krebs, die hat immer gesagt: Konrad, bist du dir denn immer noch sicher? Bist du denn wirklich sicher, dass es Corinna nicht gibt? Ich habe gesagt: Hanni, ich war mir in meinem ganzen Leben selten bei irgendetwas so sicher. Genauso könnte mir irgendjemand, ein Woke-Freak, sagen: Konrad, bist du dir sicher, dass du ein Mann bist? Oh, ich bin mir so sicher, dass ich ein Mann bin. Genauso sicher bin ich mir auch, dass Gott am längeren Hebel sitzt und Gott seine Pläne werden verwirklicht. Er hält den Sieg in der Hand. Und wir echten Christen, die paar wenigen, die es noch gibt, wir sind auf der Seite des Siegers. Viele sagen immer: Ja, aber Satan, er ist so stark. Er hat ein Drittel der Engel verführt. Was können wir denn da machen? Vertrauen haben, das könnt ihr machen. Vertrauen haben im Herrn, denn er hat zwei Drittel der Engel auf seiner Seite. Und er ist Gott. Vertraut in Jesus. Seht zu, dass euer Fundament stärker wird, härter wird. Ihr müsst keine Angst haben. Der Feind muss vor uns Angst haben. So. Ich würde sagen, das reicht für heute. So ein paar Gedanken, mit denen ich euch ins Wochenende entlassen möchte. Geht einfach mal selbst in euch, betet, fragt den Herrn. Wenn ihr bestimmte Fragen habt, stellt sie im Gebet. Wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr Ängste habt, bringt sie vorm Thron im Gebet. Und Gott wird euch auf die eine oder andere Art helfen. Er hat es bei mir immer gemacht. Das ist das Gute, wenn man eine echte Beziehung hat. Bevor ich nun euch ins Wochenende, ich hoffe in ein schönes Wochenende, ein stressfreies Wochenende, in eines von Erkenntnissen nur so sprudelndes Wochenende entlasse, möchte ich euch noch ein kleines, schönes Gedicht mit auf den Weg geben. Diesmal vergesse ich nicht, einmal habe ich es vergessen, Schande über mich. Das geht folgendermaßen: O hoffe nur, es wird auf dieser Erden nach deinen liebsten Wunsch,
Erfüllung werden. Gewiss noch streut das Glück in holder Gnad die Blüten, frische Blüten, auf den Pfad. Geschrieben hat das der liebe gute Franz Xaver Seidel. Habe ich das hier richtig geschrieben? Ja, ich glaube ja. Meine lieben Freunde, meine lieben Geschwister, bleibt stark im Herrn, macht euch nicht so einen Kopf, zwingt euch nichts auf. Ich sehe bei vielen Geschwistern, sie sehen es plötzlich als Zwang. Der Glaube hat nichts mit Zwang zu tun. Zwang kommt immer vom Feind. Bleibt und kommt in die Ruhe. Wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Das ist das Allerwichtigste. In der Ruhe kann man nur sein, wenn man weiß, wer man im Herrn ist. Ein echter Kämpfer. Wir wollen ja alle spirituelle Kämpfer sein. Wenn ihr mal beobachtet in der UFC oder beim Boxen, in der Weltmeisterschaft, der ist komplett in der Ruhe vorm Kampf. Muss er auch sein, sonst wird das eigene Adrenalin ihn selber auffressen. Und dann könnte er nicht kämpfen. Und genauso ist es bei uns im spirituell übertragenen Sinne. Wir müssen in die Ruhe kommen. Sonst seid ihr keine Kämpfer. Sonst werdet ihr so hecheln, dass Adrenalin, die Angst, Satans Angst, wird euch so dermaßen auffressen, dass ihr überhaupt gar keine Kämpfer mehr sein könnt. Und dann hat der Feind ein ganz leichtes Spiel mit euch. Lernt zu erkennen, wer ihr seid im Herrn. Und dann werdet ihr in die Ruhe kommen. Lasst euch kein X für ein U vormachen vom Feind. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Seid und bleibt gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Ich hab euch lieb. Bleibt mir treu und bleibt Jesus treu. Alles Liebe, euer Konrad. Macht's gut. Ciao.